Hallo und willkommen zu Hessenschau. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das haben wir heute für Sie in der Sendung. Zum HR-Thementag Unser Wasser berichten wir heute über die Reinigung unseres Abwassers. Die lässt nämlich immer noch zu wünschen übrig. Wir zeigen einen jungen Tennisspieler, der bei den Willemsö Open in Kassel antreten wird. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie gut sind wir auf die Erderwärmung vorbereitet? Was Starkregen bedeutet, das haben wir zuletzt in Nordhessen, wie hier in Kassel, gesehen. Solche Extreme werden zunehmen. Regenfälle, Überflutungen, aber auch die Hitze, die uns in den letzten Tagen zugesetzt hat. Und die Trockenheit und damit der bedrohliche Rückgang des Grundwassers. Die Frage ist, wie stellen wir uns darauf ein? Dazu haben Journalisten der ARD und des Netzwerks Korrektiv bundesweit recherchiert. Hessen liegt danach im Vergleich im Mittelfeld. Aber erst ein Viertel der Kommunen hat bereits einen sogenannten Klimawandel-Anpassungsplan. Dazu gehört auch Kassel. Vier Container voll mit Schutt, Schlamm und Schrott. Das machen Bewohner im Kasseler Stadtteil Wallershausen direkt neben der Drusel alle paar Jahre durch. Bis unter die Decke stand das Wasser in den Kellerräumen. Die hintere Tür, die ist von dem Druck eingedrückt worden und der ganze Mist durchs Haus durchgegangen. Die Drusel plätschert normalerweise so vor sich hin. Bei Starkregen aber tritt sie schnell über die Ufer, sobald die Rohre, durch die sie teilweise geleitet wird, durch angeschwemmtes Material verstopft sind. Doch die Stadt hat aus den extremen Niederschlägen der letzten Jahre gelernt. Vorher waren die Gewässermündungen so konzipiert, dass keine Gegenstände in die Rohre eindringen konnten. Das hat jedoch bei Starkregen dazu geführt, dass gar nichts mehr durchging. Die haben wir inzwischen alle umgebaut, sodass bei starkem Regen dann trotzdem noch ein Überlauf stattfindet und der Abfluss der Gewässer eben dazu führt, dass das Wasser nicht überall irgendwo ansteht, sondern tatsächlich dann auch abläuft. Entstanden ist hier außerdem eine Erweiterung des Bachlaufs und ein Damm vor den Häusern. Beides soll vorm Überlaufen schützen und gehört zu Kassels sogenanntem Klimaanpassungskonzept. Das ist letztendlich der Weckruf, dass Kommunen sich damit auseinandersetzen. Denn für dieses Konzept muss man sich ganz viele Handlungsfelder in der Kommune angucken. Und in dem Moment, wo man einmal anfängt, drüber nachzudenken, merkt man, aha, das ist noch ein Baustein und das ist ein Baustein und das ist etwas, was Kommunen aktiviert. Doch nicht nur in Sachen Hochwasserschutz müssen Kommunen in Hessen aktiv werden. Weitere Themen sind zum Beispiel Hitze und Dürre. Davon ist besonders der Landkreis Groß-Gerau betroffen. In den Jahren 1961 bis 1990 gab es hier insgesamt 37 Dürremonate. In den letzten 30 Jahren waren es schon 133. Erschreckende Zahlen, auf die der Kreis reagiert. Das merken Sie, wenn Sie draußen über die Felder fahren, dass wir eine sehr hohe Staubentwicklung haben. Wir werden auch perspektivisch ein Problem mit dem Thema Grundwasser bekommen. Wir versuchen auch mit dem Anpflanzen von Wald beispielsweise, da gibt es in den Kommunen schon sehr beachtenswerte Beispiele, da einen Gegenpol zu setzen dazu, dass die Erde immer trockener wird. Um sich der Hitze anzupassen, werden Gebäude wie die Schwarzbachschule in Nauheim im Passivhausstandard gebaut. Die Dämmung sorgt für ein kühleres Innenklima im Sommer. Insgesamt tut sich also etwas in den Kommunen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Doch längst nicht genug, findet der Umweltdezernent der Stadt Kassel. Das Wetter ist schneller als wir. Deshalb deutlich, wir sollten im Klimaschutz genauso schnell sein, dann haben wir eine Chance. Es liegt jetzt an den Landkreisen, Städten und Gemeinden, aktiv zu werden und einen Plan zu schmieden gegen das, was Starkregen, Hitze und Co. anrichten. Und wir sprechen mit unserer Kollegin Judith Kösters, sie ist unsere Fachfrau für Klimawandel. Judith, es kommen massive Probleme auf uns zu, trotzdem haben erst ein Viertel der Kommunen einen Plan nach den vorliegenden Zahlen. Warum sind wir so schlecht vorbereitet? Ein Thema sind auf jeden Fall die Finanzen. Nur ein kleiner Teil der Kommunen sagt, wir haben genug Mittel, um das, was wir für notwendig halten in den nächsten Jahren an Klimaanpassungssachen, auch zu finanzieren. Drei haben gesagt, ja, wir haben vermutlich genug Geld. Von den 20, die geantwortet haben in der Recherche, 17 haben gesagt, nein, eher nicht. Wie sieht das denn überhaupt aus mit den Kosten? Wir kämpfen ja an zwei Fronten. Auf der einen Seite wollen wir die Erderwärmung verhindern, also CO2 reduzieren. Auf der anderen Seite müssen wir uns anpassen. Das sind ja riesige Kosten, die auf uns zukommen. Genau, und in beiden
Fällen, muss man ja auch sagen, sind es Kosten, die zwar entstehen, gleichzeitig aber auch viel höhere Kosten später verhindern. Also wenn wir jetzt ans Ahrtal denken und was da an Folgekosten kommt, da hätte man sicher mit der einen oder anderen Maßnahme vorher, hätte man es gewusst, einiges verhindern können. Und Starkregen ist ja auch, so wie im Ahrtal, ist auch in Hessen auf jeden Fall ein Thema, weil wir eben Mittelgebirgsregionen haben. Da müssen sich eigentlich auch alle Landkreise darüber Gedanken machen. Auch Hitze, Trockenheit ist es genauso, hat auch extreme Folgen für die Natur, für die Menschen. Genau, für die Landwirtschaft. Allein was an Ernteeinbußen kommt durch Klimawandel, das geht dann in Dimensionen, dass eigentlich alle Ökonomen sagen, es ist ökonomisch sinnvoll, Klimaschutz zu betreiben, soweit es geht jetzt, weil wir sonst einfach die Folgekosten, noch viel höhere Folgekosten haben. Und das gilt für Klimaanpassung auch. Also beides ist gut investiertes Geld und beides gehört auch zusammen. Wir können jetzt nicht sagen, wir passen uns ans Klima an, Klimaschutz ist uns jetzt egal. Zum Glück ist bei vielen Maßnahmen, gibt es aber auch so einen Doppeleffekt. Also wenn ich Bäume pflanze in der Stadt, dann kühlt es die Stadt ab. Und die Bäume binden aber auch CO2. Wenn ich ein Haus dämme, dann habe ich im Sommer es kühler in dem Haus, in einem gut gedämmten Gebäude, und es spart Heizkosten im Winter. Insofern geht es zum Glück Klimaanpassung und Klimaschutz teilweise auch in die gleiche Richtung. Jetzt haben wir im Film Beispiele gesehen. Das sieht ja zum Teil recht klein aus, was es da so an Maßnahmen gibt. Wie ist das einzuschätzen? Das stimmt. Das eine ist so, wenn man dann so einen Klimaschutzplan hat und ich stelle mir so vor, so ein Klimaanpassungsbüro eines Landkreises, wo dann zwei Leute sagen, ihr könnt mal hier den Bachlauf mal irgendwie, und dann sagen, hier, großes Erfolgsprojekt. Natürlich ist jeder Bachlauf, der jetzt im Fall von Starkregen eine Überflutung von 20 Häusern verhindert, für die 20 Familien, die da leben, Gold wert. Also das würde ich überhaupt nicht kleinreden. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man sagt, wenn wir jetzt im großen Stil neue Gewerbegebiete planen, überhaupt neue Baugebiete ausweisen und überlegen, wie wollen wir da bauen, dass wir da an die Klimazukunft denken, wie sie aussieht, und das so auslegen, dass da Frischluft reinkommt in die Stadt, zum Beispiel, um Hitze zu verhindern, Wasserflächen anlegt, Grünflächen anlegt. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass das in allen Teilen von Landkreisen und Kommunen ankommt und nicht nur in einem kleinen Klimaanpassungsreferat, was da einen schönen Plan in der Schublade hat. Jetzt macht das alles viel Arbeit und kostet viel Geld, aber gibt das denn auch Chancen, was die Attraktivität der Kommunen anbelangt, wo sie auch einen Vorteil von haben? Also wenn ich so an die Innenstädte denke und wie sehr sich Bürgermeister und Städte überhaupt bemühen, die wieder attraktiver zu machen oder die Attraktivität zu erhalten und wie schwer es ihnen fällt, dann ist, glaube ich, das Thema, die Innenstädte grüner machen, so gestalten, dass man sich dort gerne aufhält, nicht nur in Sachen Klimaschutz und Klimaanpassung gut, sondern auch, weil man sich dann einfach wohler fühlt und im Zweifelsfall eine attraktivere Stadt ist. Vielen Dank, Judith Kösters. Das komplette Umfrageergebnis zu den einzelnen Städten und Landkreisen finden Sie auf unserer Internetseite hessenschau.de. Und wir machen weiter mit einem Umweltthema. Unsere Kläranlagen, die müssten eigentlich Schmerzmittel, Antibiotika oder auch Hormone aus dem Abwasser herausfiltern, weil dadurch erhebliche Risiken für die Natur, aber auch für uns selbst entstehen. Sie werden aber bislang nicht herausgefiltert. Dafür braucht es die vierte Klärstufe. Die ist aufwendig und teuer. Im hessischen Ried ist jetzt die erste endlich in Betrieb genommen worden. Unser Beitrag zum heutigen Thementag rund ums Wasser. Sehen kann man es nicht, aber dieses Klärwasser ist das sauberste in Hessen. Mörfelden-Walldorf hat in seiner Kläranlage seit wenigen Tagen die vierte Reinigungsstufe in Betrieb und ist damit Pionier in Hessen. Für Projektleiter Philipp Miloschewitsch und Stadtwerke-Dezernent Carsten Groß ein Meilenstein in der Spurenstoffbekämpfung. Die Stadt Mörfelden-Walldorf kann sehr stolz auch auf die Kläranlage sein. Hier geht es dann im Wesentlichen um die Spurenstoffe, wie jetzt Medikamentenrückstände, Chemikalien, Hormone. Die werden jetzt über die vierte Reinigungsstufe eliminiert und rausgeholt. Mörfelden-Walldorf liegt im hessischen Ried. Die Region versorgt Südhessen und große Teile des Rhein-Main-Gebiets mit Trinkwasser. Hier ist es besonders wichtig, dass Spurenstoffe wie das Schmerzmittel Diclofenac oder Röntgenkontrastmittel nicht mehr ins Grundwasser gelangen. Die Kommune hat ihre Kläranlage großflächig umgebaut und allein 11 Millionen Euro in die vierte Reinigungsstufe investiert, gefördert vom Land Hessen mit rund 4,6 Millionen Euro.
Man könnte auch sagen, von der vierten Reinigungsstufe profitiert Mervelden-Walldorf selbst am wenigsten. Aber es profitiert die ganze Region. Wir machen das für die Umwelt, für die Gewässersituation hier in der Region in Südhessen. Es ist super wichtig, dass andere Kommunen nachziehen, dass andere Kläranlagen auch diese Reinigungsleistung erzielen, denn es ist für die gesamte Region dann noch wirksamer. Projektleiter Milosevic zeigt uns im Kleinen, wie die vierte Reinigungsstufe funktioniert. Aktivkohle im Wasser bindet die mikroskopisch kleinen Spurenstoffe. Grafisch sieht das so aus. Nach der Aktivkohle kommt ein Flockungshilfsmittel dazu. Am Ende wird alles in einer Tuchfilteranlage herausgesiebt und mit dem Klärschlamm später verbrannt. Ab August kommt noch eine Ozonanlage davor. Eine Kombination, mit der Mervelden-Walldorf dann bundesweit die Nase vorn hat. Also mit dieser Kombination dieser beiden Verfahren sind wir sehr flexibel. Also wir haben die Möglichkeiten, alle diese Spurenstoffgruppen irgendwo zu erreichen. Und wir haben den Vorteil, dass wir die Betriebskosten damit etwas optimieren können. Ja, dass wir schauen, wo legen wir den Schwerpunkt hin? Welche Spurenstoffe sind tatsächlich relevant und wie viel dosieren wir von der Ozonung dazu oder von der Aktivkohle? Deutschlandweit gibt es inzwischen 46 Kläranlagen mit vierter Reinigungsstufe. Die meisten in Baden-Württemberg und NRW. Hessen hinkt mit seinen Projekten hinterher. In Bickenbach wird noch gebaut. Büttelborn, Griesheim, Weiterstadt, Langen und Darmstadt sind in Planung. Trotzdem stehe Hessen nicht so schlecht da, sagt die grüne Umweltministerin. Wir holen jetzt durchaus auf. Wir sind das drittbeste Bundesland, wenn man es so bezeichnen will, der Flächenländer. Alle anderen Flächenländer haben sich überhaupt noch nicht auf den Weg gemacht. Und wir wollen die Spurenstoffe tatsächlich nicht nur am Ende rausfiltern, sondern wir haben eine umfassende Spurenstoffstrategie aufgelegt, wo wir auch versuchen wollen, an der Quelle zu vermeiden. Heißt, Spurenstoffe gar nicht erst ins Abwasser bringen. Mervelden-Walldorf hat aber jetzt schon das sauberste Klärwasser in Hessen. Und darauf sind sie hier ganz besonders stolz. Und auch in unseren Nachrichten geht es ums Trinkwasser. In Gräbenstein im Landkreis Kassel muss das Trinkwasser weiter abgekocht werden. Jetzt die Nachrichten mit Claudia. Ja, mindestens 10 Minuten muss das Trinkwasser dort abgekocht werden. Seit dem vergangenen Freitag gibt es in Gräbenstein eine Keimbelastung mit einem E. coli-Bakterium. Die Keimbelastung ist nicht hoch, kann aber gesundheitsgefährdend sein. In dem betroffenen Trinkwassernetz werden weiterhin jetzt umfangreiche Proben entnommen. Pendler rund um Wiesbaden und Mainz können sich freuen. Mitte August wird die neue Schiersteiner Brücke fertig sein. Am 13. August wird sie mit 6 Fahrspuren für den Verkehr freigegeben. Insgesamt 10 Jahre Bauzeit hat das ganze Projekt dann gedauert. Die neue Brücke war in 2 Abschnitten gebaut worden und die Arbeiten hatten 2013 begonnen. Haben die Behörden im Vorfeld des Mordes am CDU-Politiker Walter Lübcke Fehler gemacht? Mit dieser Frage hat sich ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag beschäftigt. Jetzt wurde der Abschlussbericht veröffentlicht. Und die Antwort lautet ja, es hat Fehler gegeben. Hätte der Mord an Walter Lübcke durch den Rechtsextremisten Stefan Ernst verhindert werden können? Es ist die zentrale Frage im Ausschuss, doch der Bericht bleibt einer Antwort schuldig. Es gibt eben nicht die eine kausale Kette. Wenn das eine anders gemacht worden wäre, hätte das zu diesem oder jenem geführt. Das konnte der Untersuchungsausschuss aufgrund der ihm vorliegenden Akten nicht feststellen. Behördenfehler kann man aus dem Bericht trotzdem rauslesen, zum Beispiel beim Hessischen Verfassungsschutz. Die Gefährlichkeit von Stefan Ernst steht rückblickend außer Frage. Somit war die Entscheidung, ihn nicht weiter zu beobachten, aus heutiger Sicht fehlerhaft. Wie konnte es zu dieser Fehleinschätzung kommen? Der Bericht bescheinigt sowohl dem Verfassungsschutz als auch dem polizeilichen Staatsschutz Defizite und strukturellen Veränderungsbedarf. Die Opposition trägt den Abschlussbericht nicht mit. Sie hat Ergänzungen. Es gab Versäumnisse der Sicherheitsbehörden und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage der politischen Verantwortung. Ja, bei wem liegt die? Doch nicht beim Hausmeister im Landesamt für Verfassungsschutz, sondern bei den politisch Verantwortlichen. Das waren die CDU-Innenminister der letzten 24 Jahre. Mit der Plenardebatte zum Abschlussbericht in der kommenden Woche wird die parlamentarische Aufarbeitung abgeschlossen sein.
Rund 300.000 Besucher und Besucherinnen in 83 Tagen. Das ist die Halbzeitbilanz der Landesgartenschau in Fulda. Und mit diesen Zahlen ist die Domstadt zufrieden. Ziel ist eine Besucherzahl von insgesamt 500.000 bis 600.000. Die Stadt liege auf Kurs, sagte heute Oberbürgermeister Wingenfeld. Auch auf die vereinzelten Kritikpunkte habe Fulda reagiert. Die Besuchenden hatten unter anderem mangelnde Beschilderung und mitunter fehlende Barrierefreiheit bemängelt. Auch einen Shuttle-Service von der Gartenschau in die Fuldaer Innenstadt haben die Organisatoren inzwischen eingerichtet. Die Landesgartenschau läuft noch bis zum 8. Oktober. Es reicht nicht, im LGBTQ-Monat, dem sogenannten Pride Month, das Firmenlogo mit Regenbogenfarben zu garnieren. Wenn man Diversität ernst nimmt, dann braucht es mehr als nur ein Bekenntnis dazu. Das meinen nicht nur Kritiker, sondern Großunternehmen selbst. In Frankfurt gibt es deswegen jetzt eine spezielle Karrieremesse für queere Menschen, damit die auch in den Unternehmen vertreten sind. Bunt ist es, Regenbogenbunt, Bonbons, Nagellack, Tattoos. Aber sorgt das alles schon für Vielfalt? Bewirkt diese bunte Kulisse Toleranz, Akzeptanz? Wie müssen Unternehmen sein, damit sie offen für alle sind? Tolerieren ist so halbwarmes Wasser, aber Akzeptanz, dass ich den Mensch wirklich so akzeptiere, wie er sie ist, das ist das Salz in der Diversity-Suppe. Mitarbeiter mit anderen Lebenserfahrungen, anderen Perspektiven zu finden, das ist das, was sich der Pharmakonzern Sanofi von dieser Messe verspricht, sagt Frank Rusko. Und was erwarten die Messebesucher? Leonie Hagemann studiert Mathematik. Sie ist bald fertig mit ihrem Studium. Sie sucht eine berufliche Perspektive. Muss das aber auf einer queeren Messe sein? Eigentlich wäre es besser, wenn es dann nicht so sein müsste. Ja, wenn man einfach sagen könnte, es ist eins für alles und da ist es schon inklusiert. Aber ist leider noch nicht so. Deswegen ist es eigentlich schon richtig und wichtig, dass es sowas auch gibt. Dass die Leute sich hier wissen, die können sich hier sicher und wohlfühlen. Sich sicher und wohlfühlen, das wünscht sich Leonie Hagemann auch für ihren künftigen Arbeitsplatz. Also auf jeden Fall, dass wenn was sein sollte, irgendwelche Vorfälle, sag mal mit Kollegen oder so, Führungspositionen, dass man da wirklich weiß, man kann da jetzt zu mir gehen, da wird auch was gemacht und es wird nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt oder so. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig. Am Stand der Deutschen Bahn kommt Leonie Hagemann mit Chris Freier ins Gespräch. Er kümmert sich in seinem Unternehmen um queere Interessen. Wir kommen aus diesen alten Strukturen von einer Bundesbahn, dann mit der Bahnreform, jetzt wirklich zu einem Unternehmen, was in die Zukunft geht. Und wir wollen ja wirklich jeden Tag besser werden und daran arbeiten wir auch. In den Gesprächen an den Ständen wird deutlich, es geht nicht nur darum, dass sich Mitarbeitende im Unternehmen wohlfühlen. Für den Finanzdienstleister Horbach zum Beispiel ist ein diverses Team unterwegs. Davon profitieren alle, sagt Sascha Allwein. Wir haben Queere, wir haben Hetero, wir haben straighte Beraterinnen und Berater. Und da ist einfach jeder Mensch anders und jeder bringt so seine persönlichen Stärken mit ins Team ein. Der Rainbow Day soll die queere Community ansprechen, alle anderen aber nicht ausschließen. Nein, für mich davon nicht ausgeschlossen. Es ist für mich ein Zeichen, dass die Unternehmen aktuell einfach andere Menschen inkludieren dazu. Das ist für mich ein schönes Zeichen. Ob queer oder nicht, für Jurastudent Dennis Akhildis ist wichtig, dass es eine solche Messe gibt. Er schreibt in 3 Monaten das erste Staatsexamen und hat hier schon mal herausgefunden, wie flexibel Unternehmen inzwischen sind. Dass die jungen Leute mittlerweile andere Möglichkeiten auch bieten innerhalb des Unternehmens und Förderprogramme. Und das ist sehr positiv gewesen. Auch das Thema Homeoffice merke ich, ist immer wieder jetzt in den Ohren. Aber auch Auslandsaufenthalte, dass die auch supported werden. Und das finde ich eigentlich sehr toll. Und so hat der 27-Jährige schon heute Kontakte für seinen möglichen Job von morgen geknüpft. In Kassel gibt es seit dieser Woche großes Tennis. Die Wilhelmshöhe Open sind eins der größten Männer-Tennis-Nachwuchsturniere in Deutschland. Spieler aus 19 Nationen treten gegeneinander an. Und wir haben mal geschaut, was die Besucher da erwartet. Großes Tennis in Nordhessen. Ist Kassel denn sowas wie das Wimbledon Nordhessen? Kann man schon so bezeichnen. Wir sind, glaube ich, über auch die nordhessischen Grenzen hinaus das größte Tennisturnier, was hier so zu finden ist. Letztes Training vor dem großen Match. Max Wiskant aus Kassel steht an der Schwelle zum Profispieler.
Noch ist er sein eigener Trainer, Manager und Berater. Nichts Ungewöhnliches. Auf den Turnieren, wo ich momentan unterwegs bin, sind relativ wenig Spieler mit Trainer unterwegs. Manche Sachen merkt man selber, manche Sachen kann man sich auf Videos angucken, was man vielleicht selber falsch gemacht hat. Und ich versuche da einfach selber Lösungen zu finden. Professionelle Tennistrainer sind teuer. Überhaupt, wer Tennisprofi werden will, braucht Geld und Zeit. Die Spieler müssen sich ihren Rang auf Turnieren in aller Welt hart erkämpfen. Reisekosten und Aufenthalt muss jeder selbst zahlen. Viele von denen, die sind tatsächlich von Woche zu Woche unterwegs. Wenn sie mal eine gute Woche haben, lassen sie sich vielleicht ein bisschen besser gehen, können auch mal ihr Equipment erneuern. Und wenn es eine schlechte Woche, also mit dem frühen Ausscheiden ist, dann müssen sie schon auch auf den Euro schauen. Tennis trifft Leidenschaft, nicht nur auf dem Platz. Wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann kann man das irgendwann mal einfach. Aber es ist halt auch wirklich Handwerk und man muss halt jede Seite einzeln durchziehen. Das ist halt wirklich nach und nach. Deswegen haben wir auch eine Lüftung hier, damit die Schläger kühl bleiben, damit die nicht so weich werden nach einer Zeit. Deswegen kühlen wir die Schläger. Und abends bringen wir dann, wenn die Profis ihre Schläger nicht mitnehmen abends, legen wir die in die Kühlkammer. Dennis Zierenberg stand früher oft selbst auf dem Platz. 80%, 90% der Spieler kommen hierher, das sind die Schlägerbesetzten. Es gibt auch einige Spieler, die haben selber Maschinen dabei, die beseiten dann selber. Die sitzen dann im Hotelzimmer und beseiten ihre Schläger selber, um einfach Kosten zu sparen. Zwischen 3.600 und $260 kann man hier gewinnen. Noch wertvoller sind aber die Punkte für die Tennis-Weltrangliste. Max Viskant ist auf Platz 1163. Im ersten Spiel tritt er gegen den Russen Vsyatoslav Gulin an, Platz 740. So trifft sich hier der Tennisnachwuchs aus aller Welt. Neben Tennisspektakel wollen die Wilhelmshöhe Open auch Plattform sein für die Tennisstars von morgen. Wir schütten insgesamt $25.000 Preisgeld aus und die Spieler des Hauptfeldes dürfen bei uns auch kostenlos im Hotel übernachten. Am Ende hat es für Max Viskant nicht gereicht. Er verliert in zwei Sätzen und scheidet aus dem Turnier. Das große Tennis geht in Kassel aber noch weiter. Noch bis Sonntag kann man die Tennisstars von morgen aus nächster Nähe sehen. Ja, nicht nur der Sport, auch Musik verbindet Menschen, egal aus welcher Kultur, egal wo. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Ja, in Frankfurt steht gerade ein Flügel mitten auf dem Frankfurter Opernplatz, denn dort startet die Aktion Open Pianos. Dabei gilt, alle sind willkommen, alle dürfen spielen, zuhören oder einfach die großartige Stimmung genießen. Ziel der Aktion ist es, Menschen zusammenzubringen und Orte zu schaffen, an denen Sprache überflüssig ist. So wird ein Musikinstrument zum Integrationsinstrument. Gefördert wird die Aktion vom Kulturamt Frankfurt. Und die Kunsthochschule Kassel macht eine Momentaufnahme. Das ist das Motto des diesjährigen Rundgangs. Bis zum Sonntag präsentieren Studierende zum Ende des Sommersemesters in der Kasseler Aue ihre Arbeiten aus Kunst, Design und Wissenschaft. Zu sehen und zu erleben sind Projektpräsentationen, Screenings oder Performances. Nicht nur Kunstgenuss ist garantiert, auch für den Gaumen gibt's was. Zahlreiche Bars machen die vier Tage zu einem ganz großen Fest. Und das war's von den Nachrichten. Jetzt Andreas und dem Hessenschau-Klassiker. Genau, Donnerstagabend, da ziehen wir ein dolles Dorf mit weniger als 2000 Einwohnern, das vor der hessischen Gebietsreform selbstständig war und das wir dann am Samstag in der Sendung präsentieren. Das macht in diesem Fall die Kollegin Nicole Abraham. Nicole, Wetter ist super, spielt wirklich mit. Wenn es so bleibt, hast du beste Bedingungen. Ich habe wirklich schon die ganze Woche den Wetterbericht verfolgt und es wird super. In ganz Hessen Sonne, leichte Wolken, nicht zu warm, ein bisschen Wind wird wehen und das macht richtig Spaß, glaube ich. Und es ist wichtig, dass es in ganz Hessen ist, weil wir wissen ja nicht, wo es hingeht. Und dann werden wir jetzt mal schauen. So, das macht mich immer total nervös, sowas hier auszusuchen. Eine Karte. Es geht nach Albach. Gemeinde Fernwald, Gießen-Albach, jetzt bitte anrufen. Die 069 155 2490 ruft an. Wir verbringen morgen den ganzen Tag zusammen. Ich komme heute Abend noch vorbei und ich freue mich drauf, was Albach so zu bieten hat. Ja, viel Spaß, Nicole, und kommt gut hin. Heute konnte man ja endlich mal wieder durchatmen nach der Hitze der vergangenen Tage mit weit über 30 Grad. Heute war es deutlich kühler.
maximal 27 Grad und es ging sogar ein bisschen Wind. Wir waren zum Luftholen in Nordhessen auf dem Dörnberg bei Kassel und in Hanau am Mainufer. Man kann es wieder ein bisschen mehr genießen, man kann wieder so einen Ausflug mal wieder hierher machen. Die Nacht war jetzt auch sehr viel angenehmer. Also man ist heute, finde ich, ausgeruhter aufgewacht als die letzten Tage, weil man doch ein bisschen besser schlafen konnte. Heute ist zumindest schon mal mehr Wind, was natürlich zur Abkühlung beiträgt. Die letzten Tage, also vor allem Anfang der Woche, war extrem natürlich stickig und heiß und auch schwül, sodass die Verdunstung natürlich vom Schweiß nicht so gut funktioniert. Das Wetter heute ist so schön, ist nicht so heiß, wunderbar. Ist natürlich besser als vor drei Tagen, wo wir so 30, 32, 34 Grad hatten. Ist natürlich optimal besser, ne? Wir hatten die letzten Tage 34 Grad teilweise drin. Das ist dann halt nicht so angenehm. Deswegen haben wir heute gesagt, heute ist schon mal im Büro angenehmer. Und entsprechend haben wir heute auch gesagt, bei dem Wetter können wir mal wieder rausgehen zur Mittagspause. Es ist ein bisschen kühler geworden. Man kann die Fenster erstmals wieder im Büro aufmachen, ohne von der Hitze erdrückt zu werden. Wind habe ich nicht so gern. Er macht zwar schön, aber das ist Einbildung. Ja, mit diesen stimmungsvollen Bildern verabschieden wir uns in Feierabend. Schönen Abend, 22:15 Uhr nochmal die späte Hessenschau. Tschüss, bis morgen. Bis morgen.